Vom Jäger und Sammler zum sesshaften Bauern. In der Landwirtschaft hat sich so einiges verändert. Welche Maschinen sind gut für die Tiere, den Boden und die Umwelt? Wer entscheidet das? Warum sind einige der Meinung, dass die heutige Landwirtschaft schlecht ist? Können wir ohne Landwirte überleben? Liebe Jury und liebes Publikum, hiermit begrüße ich Sie recht herzlich zu meiner Rede mit dem Thema Landwirtschaft und Veränderung. Da ich selbst aus einer Bauernfamilie stamme und mich dieses Thema seit meiner Kindheit begleitet, ist es für mich wichtig, meine Meinung zu äußern. Ja, was hat sich verändert? Die Werkzeuge wurden verändert, vom Holz zum Eisen. Im Sommer mussten alle zusammenhelfen, da man nie genau wusste, ob man alles heil in den Heustadel bringen würde. Es war eine tagelange, mühselige Arbeit. Mähen, zerstreuen, umkehren, zusammenholen und einfahren. Alles per Hand. Der Arbeitsaufwand war enorm und nicht alleine zu bewältigen. Als Mitte des 20. Jahrhunderts die ersten Traktoren verbreitet wurden, hatten die Zugtiere wie Pferd, Ochs und manchmal sogar Kuh weniger Arbeit. Früher waren diese Traktoren eine Erleichterung im Arbeitsablauf. Nun halfen den Bauern nicht nur Knechte und Mägde, sogenannte Dienstboten, sondern auch Maschinen. Heutzutage sind diese einfach gebauten Traktoren Kult. An besonderen Tagen werden die Oldtimer meist in Gruppen ausgefahren. Mit den großen und schweren Maschinen von heute können diese Traktoren aus dem 20. Jahrhundert nicht mehr mithalten, da sie nicht mal mehr die Möglichkeit haben, neue Anbaugeräte, wie zum Beispiel ein Mähwerk, anschließen zu können. Bodenbelastung findet natürlich statt, aber nur in geringer Form. Man ist ja nicht 365 Tage im Jahr mit den schwersten Maschinen, die es gibt, auf dem Feld oder Acker. Jedoch sind diese großen und schweren Traktoren gut und eine Erleichterung. Sicher ist es notwendig, die Landwirtschaft zu modernisieren. Dies ist gut für Tier, Bauer, Erzeuger und Verbraucher und erleichtert die Arbeit. Ein Bauer mit Herz achtet trotz Technisierung auf das Gleichgewicht zwischen Natur, Nachhaltigkeit und Qualität. Die Tiere werden artgerecht behandelt und der Boden nicht ausgebeutet. Ich bin überzeugt davon, dass Landwirte gut ausgebildet sind und oft das Gefühl haben, dass sie ausgebeutet werden. Jeden Tag arbeiten, die Tiere versorgen und darauf achten, was im Stall vor sich geht. Das Vieh wird nicht böse geboren, es kann nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Da, wo sie hinkommen, soll es ihnen gut gehen. Jedes Jahr hört man wieder von Kuhattacken auf Almen. Meine Meinung ist, wenn eine Kuh ein Kalb hat und jemand zu dem Kalb gehen will, wundert es mich nicht, dass die Kuh aggressiv wird und ihr Kalb vor dem Fremden beschützen will. Hunde darf man auch nicht anfassen, wenn sie fremd sind. Also warum eine Kuh? Was ich schlecht finde, den Melkroboter. Man geht selten in den Stall hinaus und verliert den Bezug zum Tier, da alles vollautomatisiert abläuft. Das will doch kein Tier. Spritzmittel gehören auch nicht zur Landwirtschaft. Die Natur gehört gehegt und gepflegt, aber nicht damit. Wie ich zu diesem Thema kam, liegt klar auf der Hand. Wie zu Beginn erwähnt, haben wir selbst einen Bio-Bauernhof zu Hause. Unser Betrieb ist sehr einfach gestrickt. Es hat sich wirklich so einiges verändert auf dem Hof. Vergrößert, neue Maschinen gekauft, Siloballen werden wieder erzeugt, der Hochsilo wird wieder aufgefüllt, jedoch wird kein Getreide mehr angebaut oder die Milch verarbeitet. Als mögliche zukünftige Hofübernehmerin hätte ich schon konkrete Ziele. In der Milchverarbeitung mehr Naturalentnahmen einplanen für die Erzeugung veredelter Produkte. Auch das Almgebäude müsste rehabilitiert werden, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die Tierhaltung ist artgerecht und mit genügend Auslauf verbunden. Ist auch klar, wir Menschen wollen auch nicht gefangen sein und benötigen unseren Freiraum. Man darf stolz sein, wenn man vom Bauernhof kommt. Weil man viel für die Wirtschaft beiträgt, oft an der frischen Luft ist und den Umgang mit den Tieren lernt. Man bekommt einen besonderen Bezug zu den Tieren und lernt jegliche Produkte wertzuschätzen. Moderne Landwirtschaft brauchen wir. Die moderne Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern die großen Betriebe. Modern geht auch in kleinen Einheiten.
Leistungen haben nichts mit der Größe eines Betriebs zu tun. Wie einige glauben, Massentierhaltung brauche nur verboten werden. Dann ist alles gut. Der versteht nichts von wirtschaftlichen Zwängen. Lebensmittel, Natur, Flächen werden rücksichtslos weggeschmissen. Das lässt sich bestimmt nicht mit guten Worten ändern. Man kann auch nicht irgendwie erkennen, dass auf unsere Natur und Umwelt Rücksicht genommen wird. Ich bin bestimmt für Marktwirtschaft. Doch man muss doch erkennen, dass mittlerweile Tiere und Umwelt auf der Strecke bleiben. Seit einigen Jahren sieht man, dass an den Straßen die Gräben mit ausgefräst werden. Der Sicherheit wegen. Wo bleiben die Kleinlebewesen? Sicherheit lässt sich auch anders herstellen. Tiere und Umwelt lassen sich nur mit höheren Preisen schützen. Dann regelt sich vieles von alleine. Meine ganz persönliche Meinung zu diesem Thema ist, Landwirtschaft braucht Veränderung. Diese Veränderung sollte jedoch zum Nutzen von Tier und Mensch sein. Danke.